Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Die Yogi ist mal wieder back am Stüssel für euch. Heute wieder mit der Oberschwaben-Map hier beim Hof Eberhard. Ja, wir haben in der letzten Folge eine Runde gekalkt mit dieser Geschichte hier. Und ich habe gemerkt, das ist nicht ganz so geschickt. Also wenn du es mal drauf hast, okay, aber irgendwie will die nicht so. Ich habe ja aber gesehen, ich habe ja noch eine Alternative. Die werden wir dann beim nächsten Mal versuchen. Und zwar hier die Samurai. Die kannst du nämlich über die Dreipunktaufnahme aufnehmen. Da kannst du trotzdem deinen Spanngurt drüber drehen. Und dann ist Judy. Werden wir dann, wie gesagt, beim nächsten Mal testen. Alles, was ihr jetzt hier gesehen habt, gibt es so im Mod Hub. Gut, heute steht ein bisschen Hofarbeit an. Wir müssen mal ganz kurz beginnen, und zwar brauchen unsere Hühner mal wieder was zu fressen. Ich nehme aber, glaube ich, hier am besten wieder die Palettengabel. Jetzt ist bloß die Frage, da ist sie. Da ist die Palettengabel. Die brauchen wir als erstes. So. Lass uns mal die Möhre anschalten. Dann können wir vorne abkoppeln. So, dann stellen wir den mal einfach hier an den Rand, dass wir Platz haben. Ja, ihr habt es vielleicht im Titel gesehen. Ich gehe davon aus, ich schreibe das so in den Titel rein. Die Oberschwaben ist das zweite Mal zurückgekommen. War jetzt für mich nicht, oh mein Gott, ne, sondern es ist relativ normal, dass sie auf jeden Fall ein-, zweimal zurückkommt. Wir haben noch mal ein paar Fehler auszubessern. Da will ich direkt mal spoilern, wenn ihr da dabei sein wollt und das Ganze mal sehen wollt, wie das funktioniert und da vielleicht das Thema rund um Testing mal miterleben wollt, dass ihr das vielleicht zukünftig dann besser nachvollziehen könnt, dann lade ich dich recht herzlich ein, heute Abend bei mir in meinem Stream reinzugucken auf Twitch. Den Link findest du unten in der Beschreibung. Wenn du da bist, würde ich mich sehr, sehr freuen. Wenn du da noch nicht angemeldet bist, kannst du dich kostenlos anmelden. Kostet, wie gesagt, nichts. Und da werden wir dann die Karte nochmal bearbeiten und dann so schnell es geht wieder zu Chine schicken, so dass es vielleicht dann beim dritten Mal klappt, im Idealfall vielleicht nächste Woche. So, es sind da klar Themen, da hat mir zum Beispiel einer in die Kommentare geschrieben, warum Chines da so lange braucht. Die Karte ist ja offensichtlich spielbar. Ja, eine Karte ist immer irgendwie spielbar. Das bedeutet aber noch lang nichts. Das Testtool gibt schon viele Fehler vor. Die Lok gibt schon viele Fehler vor. Aber das primitivste Beispiel, zum Beispiel doppelte Pfade und so weiter von Texturen, doppelte Texturen vorhanden. Das gibt das Tool halt nicht so vor. Und da ist zum Beispiel was aufgetaucht gewesen und so weiter und so fort. Auch wenn wir dann weiterblicken in Richtung Konsole. Dieses Tool testet nicht die Konsole. Ja, das ist auch wieder so ein Aspekt. Deswegen, es gilt, na klar, wie immer, geduldet euch, die Karte wird kommen. Ich bin massiv dabei, ich hänge eigentlich so gut, es geht jede Stunde, jede freie Stunde hier immer ran, dass es irgendwo funktioniert alles und dass sie so schnell wie möglich kommt. Und ich glaube, ihr wisst, dass ich zu meinem Wort stehe. Das gab bis jetzt eigentlich immer das Thema, dass die Karten dann kamen, ne? So, wir können hier vorne abkippen, Gott sei Dank. Weil da komme ich so nicht rein. So, wie viel ist denn da reingegangen jetzt bei den Hühners? Oh ja, die haben wieder ein bisschen Futter. Da sollte erstmal Ruhe sein. Und wenn wir eh gerade dabei sind, kommen, dann machen wir die Schweinlauer gleich noch. Also wie gesagt, wenn ihr das mal sehen wollt und da vielleicht Fragen habt, wie das funktioniert und so weiter und so fort, kommt einfach mal rum, dann zeige ich euch das ein bisschen. Ich werde auch im zukünftigen LS25, war nämlich auch eine Frage, egal ob in Richtung Tutorial auf YouTube oder Mappen, Live-Mappen auf Twitch, wird selbstverständlich wieder kommen.
Das werde ich euch zeigen. Da werden wir uns gemeinsam wieder reinarbeiten. Das wird auf jeden Fall wieder ein Eckpfeiler sein meines Daseins hier auf Twitch/YouTube. Gar keine Frage. So. Dann nochmal raus. Dann nehmen wir die Schweindel auch gleich mit. Da werde ich es aber so machen. Wir holen dann gleich den Schubkarren. So. Die Schubkarre brauchen wir dann eh auch gleich. Ach so. 2 Meter weiter und ich sehe es nicht, ne? So. Ordentlich Mist ist schon zusammengekommen. Da muss ich immer mein Lenkrad gerade stellen, sonst wird es ein bisschen kritisch. Sonst muss ich hier gegen mein Lenkrad arbeiten. Also, das sind halt diese Aspekte, ne, die ich mag. Das ist schwierig in einem Let's Play, weil es alles so ein bisschen dauert und ein bisschen träge ist. Aber ich kann euch sagen, ihr könnt hier ganz gemütlich dann am Feierabend ausspannen. Zumindest wer da Interesse dran hat. Und hier ganz gemütlich den Hof bewirtschaften. Wir werden dann jetzt auch noch die Geschichte drüben anschmeißen. Unsere Schrebergärtchen und so weiter. Dass wir jetzt einfach so nach und nach die Arbeiten dazu nehmen. Und wir dann Stück für Stück ins Schwitzen kommen, ne? Da backt noch ein kleines Schwein durch. Das ist ein großes Thema, habe ich den Eindruck, jetzt im Neuen. Nicht im Neuen, also seit einer gewissen Zeit, dass die Viechers nicht mehr auf der Nachmesh bleiben. Das habe ich zum Beispiel auf der Ellerbach schon feststellen müssen. Und auf ein paar anderen Karten. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, was da schief läuft. So, wir haben ja nicht so viel. Und zum Glück machen wir jetzt hier das andersrum. Wir nehmen erst das Futter rein und dann den Mist. Zum Glück nicht andersrum. Das nehmen wir einfach gleich mal mit raus, dann sind wir da auch schon mal fertig. So. Ja, und dann werde ich auch immer wieder gefragt, Yogi, kannst du nicht irgendwie noch so eine kleine Schlachterei oder so einbauen? Und da muss ich halt immer sagen, Freunde, ihr müsst immer dran denken, das ist ein Thema von FSK und Giants ist nun mal FSK 0 und dementsprechend geht es leider nicht, dass man hier irgendwie was darstellt. Zum Beispiel bei der Hofbaugmann ist es halt der Grund, warum die nicht im Mordhub kommt, unter anderem, ne? Das sind halt solche Themen, wo man sich entscheiden muss, wie hätten wir es gern, ist es möglich, ist es nicht möglich. Und ich habe mich halt mittlerweile dafür entschieden, dass ich meine Karten so gut es geht jedem ermöglichen möchte. Und da gehört nun mal als zentrales Thema der Mod-Hub dazu, logischerweise. Und ja, da müsst ihr einfach die Entscheidung treffen und akzeptieren in dem Fall. So, gut, das haben wir. Dann brauche ich die eigentlich nicht mehr. Die können wir schon mal hochschmeißen wieder. So. Wunderbar. Das haben wir. Wir müssen den Anhänger wegschieben. Ich muss noch einen Stall rein. Ich muss noch ausmischen. An der Stelle, ja, selber ausmisten. Ja, Wasser, aber nur an diesem Hof. Ansonsten, es gibt auch noch ein paar Alternativhöfe hier auf der Karte, die nicht ganz so ins Detail reingehen. So, dann müsste ich doch eigentlich auch andocken können hier, oder? Doch das, dass es halt hier auch relativ einfache Höfe gibt, glaube ich, ist das eine prädestinierte Karte für unseren Community-Server. Ein paar Höfe, wo man auch gemeinsam bewirtschaften kann. Gerade, ich finde auch den Hof Eberhard, kann sie gut zu zweit oder so bewirtschaften. Durch das, dass es halt wirklich viel zu tun gibt. Es gibt zwar viel Kleinzeug, aber du bist da schon beschäftigt. Deswegen glaube ich, zu zweit, vielleicht sogar zu dritt,
Da hat sie schon ordentlich zu tun. So. Anna, gang mal auf Seite. Geh gerade wieder hin. So. Ich habe bisher noch keinen Frontlader oder ähnliches entdeckt, mit dem du hier reinpasst. Da bin ich mal gespannt, ob ihr da vielleicht was entdeckt oder was kennt. Nicht mal den von ITS, also vom Dino, funktioniert da. Der passt da auch nicht rein. Deswegen bleibt es beim Klein-Klein. Ich habe aber gesehen, und das weiß ich jetzt mittlerweile zu 100%, habt ihr auch so eine Schubkarre zum Aufladen im Mod-Hub für Konsole. Also sollte da alles soweit kein Thema sein. So, und ich würde heute einfach so ein paar random Themen aufnehmen, die mir gerade zum Kopf kommen. Zum Beispiel ist na klar noch aktuell so bei mir Galgenberg V3. Da arbeiten wir auch immer am Livestream dran. Die soll auch noch im Mod-Hub kommen. Was ist V3? Es ist im Endeffekt optisch hier diese Grundlage von Oberschwaben. Es ist alles mal händisch gemalt, nicht mit Skript. Zumindest in eigener Einschätzung Galgenberg V3 in schön. Ne? Ebenso haben wir da die Kälber drauf. Ich möchte an der Stelle, wir haben jetzt 11 Minuten, da hören eh kein Mensch mehr zu. Wir haben ein Problem festgestellt auf der Karte. Und zwar, wenn ihr irgendwelche weitere Stelle platziert, dann spawnen da keine Tiere. Warum? Den technischen Hintergrund ist folgender. Diese Kälber, die wir hier jetzt nun fix eingebaut haben für die Konsolenspieler, die bringen natürlich das Problem mit sich, dass es nur funktioniert in fest verbauten Stellen auf der Karte. Und das bewirkt dann halt folgendes, wenn du dann in-game einen Stall platzierst, kannst du zwar Tiere kaufen, die sind aber optisch nicht da. Und wirft dann halt einen Fehler in der Log. Das heißt, für diejenigen, die sich hier was anderes aufbauen wollen, wird es schwierig. Jetzt bin ich halt wieder an der Position, wo ich sagen muss, hopp oder top. Möchte ich den Konsolenspieler auch mal eine Möglichkeit bieten mit Kälber? Ja, möchte ich. Und das sind halt solche Themen, wo dann andere wieder komplett ausflippen und sagen, so eine Scheißkarte. Das sage ich aber, ich will halt dem Konsolenspiel auch mal was zurückgeben. Okay, deswegen spielt die Karte oder lasst es. Bleibt aber anständig. Ja, deswegen. Zwei Versionen kommen nicht in Frage, weil ihr müsst halt auch so verstehen, das ist für mich doppelte Arbeit. Doppelter Zeitaufwand. Doppelte Freizeit gebe ich her und so weiter und so fort. Das würdet ihr vermutlich auch nicht tun. Und deswegen habe ich die Entscheidung getroffen. Don't hate the player, hate the game. Spielt die Karte, ansonsten müsst ihr euch einfach eine andere suchen. Das Schöne an der Stelle ist, und da möchte ich mal ganz, ganz dicke Props an die Konsolenspiele rausgeben, die sind halt irgendwie genügsamer, weil sie halt über die Jahre nicht das bekommen haben, was PC-Spieler bekommen. Und deswegen sind sie mit dem zufrieden. Und meckert nicht so viel rum. Das heißt, die PC-Spieler, ihr könnt ja im Notfall dann den Stall fest für euch verbauen. Da gibt es mit Sicherheit auch genügend Tutorials und so weiter und so fort. Ja, deswegen einfach tiefenentspannt, tief durch die Hose atmen und hoffentlich ganz, ganz viel Spaß mit der Karte, wenn sie dann hoffentlich so in der Woche draußen ist. Bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ich glaube, ich habe 2 oder 3 Tage vorgespult. Dementsprechend ist halt hier auch ein bisschen Mist zusammengekommen. Ich habe da nicht immer gleich sofort wieder aufgeräumt. Wir haben jetzt... Wann haben wir den gestartet? Haben wir im Januar gestartet? Nee, wir haben, glaube ich, im September oder so gestartet und haben durchgespult über den Winter. Also da kommt schon Mist zusammen, aber aktuell habe ich das Gefühl, dass das passt so von der Menge erstmal her. Ja, heute ist halt nicht so viel, ne? Heute ist so ein bisschen themenorientiert, Hofarbeit, das bietet sich halt gut an. Da brauche ich nicht ganz so viel mich konzentrieren und kann schön so ein bisschen raussabbeln, was mir gerade so alles in den Kopf kommt, was ich loswerden wollte. Und dann können wir uns bei den nächsten Folgen dann wieder mehr um
unsere Felder etc. kümmern. Das sieht so ungesund aus. Wir könnten ja mal ganz kurz rüber switchen zu unseren hier Gewächshäuser. Glaubt ihr, können wir das morgen? Was brauchen wir denn da alles? Wir brauchen eigentlich nur Wasser. Bei dem hier, das ist okay. Das können wir dann mal holen. Und hier drüben brauchen wir, glaube ich, noch ein bisschen Mineraldünger. Wo haben wir da den Trigger? Da hinten. Saatgut und Mineraldünger. Saatgut haben wir auf jeden Fall da. Mineraldünger müssen wir dann noch holen. Beziehungsweise, ich glaube, unter Mineraldünger fällt auch Mist, oder? Ich bin mir gar nicht sicher, das müssen wir mal testen, ob wir das nutzen können als Mineraldünger. Gut, Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Ein bisschen Hofarbeit, ein bisschen themenorientiert. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wenn ja, gerne ein Like und ein Kommentarle und ein Abole. Das tut euch nix. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Habt ein wunderschönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Bis dann, euer Yogi. Ciao.